Ja, wunderschönen guten Abend hier auf Radio Orchid Talk. Wir haben den 21. Oktober 2015, kurz nach 22 Uhr und wieder ein Live-Talk mit Josip. Wenn ich mich nicht verzählt habe, den 26. Und heute ist das Thema Veränderungen im Alltag. Nehmen wir bewusst Veränderungen im Alltag wahr? Und wenn ja, warum unternehmen wir nichts? Ja, über dies und einiges mehr, denke ich, wird uns heute Josip etwas vortragen und Frage und Antwort stehen. Guten Abend, Josip. Guten Abend, Patrick. Heute ist wieder ein neues Thema, neues, sehr aktuelles Thema, die Alltagsveränderungen. Das heißt, mir schreitet die neue Zeitalter langsam. Man hört und sieht sehr viel Sache. Manche sicher nicht, aber meiste Leute sehen das und ja, viele möchten überhaupt nicht wahrnehmen, dass das nicht zufällig ist und dass der ganze Vorgang einfach nur eine Ausnahme ist. Und das Klima, Wetter und Klimaveränderungen, ob das ja, die neue Geschehnisse vor allem in Mitteleuropa stattfinden. Sehr viele Sachen sind da, manche sehr subtil und andere schon da vor der Tür. Und ja, meiste Leute sagen, ja, mit dem werden wir fertig. Aber das ist erst Anfang von dem ganzen Prozess. Die Veränderungen sind nicht nur auf einem Gebiet. Es sind sehr viele Sachen, wenn man fängt mit sich selber, mit Familien, mit Freunden, mit Bekannten. Man sieht große Veränderungen. Ich habe das auch in meiner Umgebung, Familie. Das sind nicht kleine, sondern große Sprünge, was meiste Leute schon gemacht haben. Nicht unbedingt auf der positiv, aber ja, dass sie auswirken auch auf den negativen Bereich oder negativen Pol. Manche sind einfach plötzlich einfach ganz anderes, benehmen sich ganz anderes. Ja, die sind einfach total anderes. Man sagt ja, komisch. Der Mensch ist plötzlich komisch geworden. Warum ist das so? Und das endet mit: Ach, wer weiß, vielleicht ist es nur eine kurze Veränderung. Aber das sieht man später. Ist das wirklich so eine kurze Veränderung oder eine langfristige? Und auch beim selber, wenn man das möchte, auch wahrnehmen, findet statt Veränderungen. Innerlich, in jedem Fall, äußerlich, vielfach auch, wenn man das erlaubt. Das sind vielfach auch subtile Veränderungen, die man sagt, ja, plötzlich mag ich das nicht und das nicht und das, aber mache ich etwas anderes. Und das
ist das, was neu ist, dass man sich subtil verändert. Aber willentlich? Nein, willentlich nicht, weil das kommt von innen, ja, aber meistens reflektiert sie das auch bei vielen Menschen von außen. Die Veränderungen sind vielfältig. Und eine von denen sind im spirituellen Bereich. Man wird einfach feinfühliger. Man wird ja, von innen quasi weicher, empfindlicher, sensibler. Und, man denkt, ach, bin ich so plötzlich schwach und weich geworden, warum? Das ist ein Teil von der Veränderung. Das hat seine Ursache. Und beim anderen ist das wieder ganz anderes auf der negativen Pol. Man wird härter, erlaubt man nicht mehr das, was bis jetzt normal gewesen ist, ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Man möchte keine Abweichungen machen. Man möchte nicht abweichen oder abtreten von der eigenen Meinung. Einfach, man steht einfach wesentlich härter, sturer. Und ja, vielfach sieht man das, ach, bin ich auf einmal oder plötzlich so ja, hart geworden, aber naja, so ist. Und für viele Menschen ist das ja, Antwort, warum so ist. Das ist einfach das, was man selber kann spüren, wenn man dazu kommt, sich selber zu analysieren oder sich mit sich selber irgendwie in Einklang zu kommen. In heutiger stressiger Zeit ist das nicht so einfach und nicht so oft zu bewältigen, weil man findet immer mehr und mehr Beschäftigungen, dass man nicht sieht, das Wichtigste, das Wahre in sich oder rund um sich. Man sieht nur Zahlen, materielle. Und klar, dann wird es schwieriger, so etwas zum sehen oder spüren. Viele merken das erst, wenn sie einfach ein paar Tage frei haben oder Ferien, Urlaub oder was immer, dass die einfach ein bisschen Zeit für sich haben. Erst dann gehen die Augen auf und dann merkt man die Veränderung. Veränderung, ja, nicht eine, sondern mehrere. Man sieht plötzlich viel, viel mehr. Eigentlich nicht schlimm, man sieht einfach mehr. Auf der anderen Seite, unsere Medien geben uns das, was wir sollen wissen. Und mit dem müssen wir uns einfach jeden Tag beschäftigen. Das ist sehr wichtig. Und ja,
99% Leute fallen auf die Medien. Und glauben genau das, was kommt, die glauben. Weil ja, das ist maßgebend und war das, was Medien geben. Meist Leute einfach glauben dann, dass es wahr ist. Und folgen die Medien. Die haben auch keinen Grund, anderes zu glauben. Und das ist auch so gut wie die Leute. Die bewachen auch eines Tages und sehen, dass es ganz anders ist. Wenn man ein bisschen forscht und schaut, was im Internet verschiedene Forums oder verschiedene Webseiten, die geben ganz andere Berichten vom Alltag, vom Alltagleben, von Veränderungen aus jedem Gebiet, geben die viele, viele Berichte. Dort ist wieder ganz, ganz anderes. Klar, es ist sehr schwierig, dann entscheide, ist das Bericht von einem Forum, wo die Leute eigene Erfahrungen preisgeben oder einfach die Medien glauben, die sind ja. Berühmt, alltäglich da und allgegenwärtig, das heißt, ja, überall, in jeder Zeit können wir uns informieren von jedem gängigen Veränderung. Ob das wahr ist oder nicht, wird für meiste Leute sehr schwierig zum unterscheiden. Und nicht, dass das nicht möglich wäre, anderes. Aber Leute haben Zeit. Auf Radio, Zeitung, Fernseher ist immer eingeschaltet und man hört und sieht Neuigkeiten. Man denkt, ach, was soll ich jetzt suchen, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Ach, später, viel, viel später. Und so ist auch mit, wahrscheinlich, über 90% von denen, die berichten, die kommen, sind entweder verfälscht oder total falsch. Ich meine nicht die kleine Sache, sondern die größere und wichtige Ereignisse. Die sind total manipuliert. Aber meiste Leute haben keine Zeit, so weit zu gehen und forschen und schauen, ist das wirklich so oder nicht? Sind die Berichte wirklich wahr? Oder sind einfach ja, abgerendert oder angepasst? Das ist die Falle. Wir hängen einfach immer auf dem wichtigsten Medien Werbung, was immer das ist. Und man sieht, oder hat man keine Zeit dafür, dass man sieht, dass das eine falsche Weg ist, eine Umweg,
eine Abweichung einfach Abweichungsmanöver von dem richtigen Weg. Filme. Schöne Unterhaltung. Die ganze Show, was die mit verschiedenen Stars und die verschiedenen Unterhaltungsprogramme, die dient quasi für ja, Unterhaltung und Sichterweiterung, Kenntniserweiterung. Das ist auch wahr. Aber ist das das Ziel in unserem Leben? Arbeiten, essen und sich unterhalten lassen. Jetzt nicht noch ein Aspekt oder zwei oder drei. Die wäre wert wichtiger. Bewusst wissen wir schon. Aber wer unternimmt etwas dafür? Dafür oder dagegen? Ja. Mehrere Leute machen das. Aber wie viel ist die Mehrheit von den Leuten? 5% von ganze, 10% von ganze Bevölkerung? Schwierig zu sagen. Wenn man fragt, Leute, was machst du für dich? Ja, mache ich. Gehe ich einmal pro Woche in Training. Gehe ich einmal pro Woche Fahrrad fahren oder war super, perfekt. Das ist weit, weit, weit von dem Fahren oder wahre Notwendigkeit für uns selber. Das ist genau das Gleiche, wenn man sagt, ja, ich liebe meine Familie, aber ich muss arbeiten und habe nur einen Tag pro Woche für meine Familie. Ist das Liebe für Geld oder Liebe für Familie? Liebe für Materielle oder Liebe für sich selber? Klar, meiste Leute sind bewusst, ach, ich möchte immer mehr und mehr Zeit haben für Familie und für mich. Und aber das ist nur Wunsch. Die sind nie erfüllt, weil wir haben nur Wunsch, aber kein Ziel, so etwas zu erreichen. Ziel liegt immer in dem Materiellen. Nur noch das Jahr, das ich kaufe, noch ein besseres und teureres Auto, Handy und so ein paar Kleinigkeiten, dafür brauche ich 30.000, 40.000 Euro und dann bin ich soweit. Nächstes Jahr ist wieder, oh, jetzt brauche ich kein Auto, aber jetzt ist noch etwas anderes gekommen. Ich muss das und das und das. Und jedes Jahr ist genau dasselbe. Wieder neue materielle Ziele, mehr arbeiten und dagegen oder dafür viel weniger Zeit für sich selber, für Familie, für Freizeit. Man sagt, ja, man kann nicht ändern. Warum soll man nicht kennen? Mit kennen und wollen ist etwas ganz verschieden. Wir kennen, aber wollen nicht. Wir suchen immer einen Ausweg oder eine Ausrede, dass das nicht zutrifft. Das sind
sogenannte Bindungen. Bindungen, um wir uns bindet auf das Materielle. Quasi Wichtigste. Weil jeden Tag sieht man neue und neue Sachen, die man sich wünscht. Man meint, auch das brauche ich, weil mein Image ja, unter dem könnte ich nicht so gut existieren in der Gesellschaft. Ist das wahr? Da, für diejenigen ist es wahr. Aber erst später, viel später sieht man, dass es nur eine Falle. Das ist eine manipulative Sache, die uns jeden Tag langsam und langsam führt auf die andere Wege. Folgen die materielle Wege. Warum? Warum könnte man nicht das Bahn brechen? Ja, viele Sachen sagen, ja, man kann das, kein Problem. Aber ich habe jetzt Priorität, das, das und das. Deswegen kenne ich mich nicht. Weil man findet immer einen Weg oder eine Ausrede, das zu verschieben. Auch nicht schlecht. Aber warum denkt man nicht ein bisschen weiter? Nicht nur für nächste Jahr, zu 10, 20 Jahre voraus. Was wird dann? Tag hat 24 Stunden. Wir können nicht arbeiten jedes Jahr ein paar Stunden mehr. Ist leider nicht. Aber das ist, ja, nicht aktuell, sagt man so. Klar, das ist für eine Schicht von den Menschen, eine kleine Schicht von über 90%, aber ja, ist da. Die Veränderung, die stattfindet in dem Bereich, sind sehr, sehr vielfältig. Zum Beispiel Krankheiten, Beschwerden sind enorm geworden. Warum? Unsere Medizin, Wissenschaft, Pharma, Essgewohnheiten, ja, alles ist wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten. Warum haben wir so viel Krankheiten? Sterberate ist enorm. Hoch geworden, enorm. Im Vergleich zum ja, letzten 100 Jahre oder vor 100 Jahren und heute ist ein riesengroßer Unterschied. Warum? Fragt sich kaum jemand. Man sagt, ja, das ist jetzt so. Und man kann nicht ändern. Warum kann man nicht ändern? Warum gibt es so viele Krankheiten, die medizinisch unheilbar sind und man kann an nichts tun oder fast nichts tun? Und auf der anderen Seite, Alternativ- oder Naturheilmethoden haben gezeigt, dass die gleich Krankheiten
vollkommen heilbar sind. Warum möchtet nicht alle wissen? Warum kennet alle nicht diese Wissen haben und dann anwenden? Viele wissen, ja. Aber wenden nicht an, weil die blind glauben, die medizinische und Pharmaindustrie. Wenn ein Arzt sagt, ach, das Natur, das geht sieben Jahre lang und wer weiß, ob das hilft oder nicht, aber mit unseren Methoden entweder sind sie sofort gesund, das heißt in kürzester Zeit, oder wenn nicht, dann haben sie später noch Zeit, mit anderen Methoden zu probieren. Und klar, wenn man glaubt, dann lässt man die Verantwortung für sich auf den Arzt. Wenn der Arzt sagt, dann soll das sein. Vielfach. Wenn es zu spät ist, dann kommt der Arzt und sagt, wir haben alles versucht, aber wir haben keine Chance. Das ist so ein Fall, habe ich noch nie gehabt. Und ja, leider, sie sind abgeschrieben und fertig. Aber wir versuchen noch, jetzt noch eine Methode. Und so geht es bis zum Ende. Und so geht es auch vielen Menschen oder vielen kranken Leuten, die suchen und hoffen, dass der Arzt und Medizin kann helfen. Ja, Vertrauen ist gut. Aber endet nicht immer mit Erfolg. Das ist Verantwortung. Wenn ich Verantwortung übernehme, einfach selber übernehme, da habe ich kein Problem mit solchen Sachen. Da brauchen wir keinen Arzt. Weil wir schauen uns selber. Wir sind selber verantwortlich für unser Leben. Und für alles, was wir tun. Und wenn das so ist, dann schauen wir für unsere Gesundheit und alles, was wir essen und alles, was wir trinken. Und klar, und tun. Das ist auch wahr. Das sind so kleine Sache, die man weiß. Man wendet nicht an, aber man weiß. Das ist auch okay. Viele interessieren sich auch nicht. Weil, was soll ich? Ich habe meine Krankenkasse, meinen Arzt, ich habe seinen Arzt, ich habe Versicherung, ich habe Zusatzversicherung und. Und alles ist klar. Ich kann machen, was ich will. Ich habe alles abgesichert und versichert. Was notwendig für meine Glück und Gesundheit ist. Und Sicherheit vor allem. Ist das wahr? Leider nicht. Und das ist das, was die vielen Menschen nicht möchten sehen, möchten wissen. Nein. Warum? Gibt es viele andere Sachen, die wichtiger sind. Sport. Wer ist, wo mein Team muss einfach best sein und ich verfolge alles, was es gibt zu dem. Mein Star, mein Musikstar, meine Gruppe und. Alles ist wichtiger wie wir selber. Mit den Leuten, die in dieser Zeit, jetzt im Moment, für die würdet nicht das tun, was die tun, was immer das ist,
sondern wenn du würdest jetzt in dem Moment sagen, okay, ich jetzt brauche nicht das alles, ich brauche nur mich. Und würdest in sich gehen und sich lieben. Mit sich ein paar Stunden verbringen. Einfach nur für sich. Nicht denken, was zu tun ist, sondern einfach mit sich, mit eigenem Körper, Gefühle. Wenn die das würdet alle machen, auf der ganzen Welt, würde in dem Moment keine einzige Krieg Unheil, keine negative Sache würde passieren mehr. Gar nichts. Können Sie sich vorstellen, nach dem Arbeit, wenn man jedes nach Hause würde kommen und sagen, okay, kann ich jetzt essen, statt meine 6 oder 8 Stunden Fernsehen oder irgendetwas anderes, mach diesen Abend einfach für mich. Oder? Verbringe ich mit meiner Familie, nicht in Streit, nicht in Schach oder Spiel, sondern einfach gemütlich reden, sich unterhalten, was immer. Aber in erster Linie mit sich selber in Einklang zu kommen. Man hätte in kürzester Zeit goldene Zeitalter. Ihr werdet dann Millionen Jahre im Voraus springen. Das ist nicht Vision. Das ist nur eine Möglichkeit, die könnte sich problemlos verwirklichen. Wenn jeder Mensch bewusst wäre, dass er kann viel, viel mehr nur arbeiten und sorgen für materielle und vielleicht Macht oder was immer. Aber wer möchte noch, dass Frieden herrscht, dass der Liebe herrscht? Möchtet alle. Das glaube ich, dass man alle möchte. Aber wer macht etwas dafür? Niemand. Fast niemand. Sehr wenige. Vereinzelte ja. Aber von fast 8 Milliarden Leuten, wenn das 8 Millionen machen, wir können nichts aufhören. Gar nichts. Im Globalen nicht. Aber jeder weiß das. Jedem ist bewusst, das wäre ideale Welt ohne Kriege, ohne Unheil oder negative Sachen. Dann wäre auch keine Krankheit da, weil Krankheiten kommen aus dem Bereich, emotiven Bereich, die wird dort manifestiert. Naja, wer möchte überhaupt so etwas denken? Für das gibt es Leute, die sind bezahlt und machen das gut und ich muss mir nicht Gedanken machen, weil ich bin da nicht hier geeignet für solche Sachen. Ich habe Probleme, ich habe das und jenes. Und so sind Ausreden immer da. In dem Bereich sind die meisten Leute Experte. Wirklich sehr, sehr ausgefuchste Experte. Findet auch in jedem Moment die passende Ausrede. Nicht schlecht.
Aber deswegen habe ich die spirituellen Leute und die sorgen dafür, ja, dass der besser wird. Und die spirituellen sagen, spirituelle Leute wieder sagen, ach, wir versuchen so viel wie möglich, aber wir warten, weil existiert auch die außerirdische und wenn man sagt, also galaktische Konföderation, die wartet jeden Moment, dass die dürfen hier kommen und uns helfen. Das heißt, wir müssen nichts machen, sitzen und warten und die machen für uns alles. Und dann wird Gott im Zeitalter und dann müssen wir nichts machen, dass wir alle ja, vollkommen und haben wir alles, was wir uns wünschen. Und ja, einfach kommt die goldene Zeitalter. Wir müssen nicht dafür zu. Und Jesus kommt auch und er hilft noch. Und ja, kommen noch viele und die Hilfe vermacht. Und wir müssen nichts anderes tun, nur warten. Und während warten machen wir irgendetwas, ja, sammeln wir Geld und Macht und ja, so weiter, weil sonst haben wir nichts zu tun. Das heißt, E-Mails sind so perfekte Sache ausgedacht, dass man die Zeit gerne nützen, bevor das Ereignis stattfindet. Leider ist nicht so, wird auch nicht so. Veränderung findet statt. Und mir, oder besser zu sagen, meiste Leute, bleibt hier sitzen und die Zeit geht vorbei. Bleibe sitzen und warten. Und ja, nächste Zeit ist wieder in einige Tausende oder Hunderte Tausend Jahre. Aber es spielt keine Rolle. Das kommt wieder. Kommt unsere Chance. Irgendwann kommt sie. Wenn nicht in dem Leben, in irgendeinem nächsten oder übernächsten. Zeit spielt keine Rolle. Das ist auch wahr. Aber gibt es Leute, auch viele Leute, die möchten wachsen, die möchten bewusst und glücklich leben. Die brauchen Hilfe. Die möchten arbeiten. Ich arbeite für Geld. Arbeiten an sich selber und so wachsen. Und die das tun, die sehen das Erfolg. Die gehen dann weiter. Die bleiben nicht mehr hier in dem 3D. Das ist sowieso der tiefste spirituelle Bereich in allen Welten. Die möchten hier bleiben, die machen das. Die anderen, die das nicht möchten, ja, die unternehmen etwas und gehen weiter, das heißt höher in dem spirituellen Bereich oder Dimensionenbereich, wo immer. Das ist so im individuellen Bereich klar. Sollte klar sein. Aber im kollektiven Bereich wird ein bisschen anderes sein. Im kollektiven Bereich sind unsere Medien da, dass die ganze Massen, das heißt fast alle Menschen auf der Welt, sind abhängig von Medien. Und die herrschen.
Zeit vor Medien war das Religion. Und die Religion hat das getan, was heute Medien machen. Nur heute ist das verteilt geworden. Okay, die Veränderung während der Deutsch vertauscht vielfach. Aber Informationen sind da. Wer möchte sich ein bisschen mit dem auseinandersetzen, dann sieht viele Sachen. Viele. Meisten Leute wissen, dass Klimaveränderung stattgefunden hat. Das ist ganz normal, was so. Okay. Viele Leute wissen, die Wetterverhältnisse werden mit dem Harp beeinflusst. Okay. Viele Menschen wissen, dass die Frequenzen durch die Relais, die Telefonmasten und Strom und durch Filme und Musik beeinflusst auch Menschen. Naja, beeinflusst. Okay, wir wissen aber, ja, was soll ich? Man hört weiter Musik und man schützt sie nicht von den schädlichen Frequenzen. Aber ja, was sollen wir? Die Spuren auf dem Himmel von den Flugzeugen, sogenannte Chemtrails. Ja, man weiß, dass es schädlich ist und dass es nicht ja, für Menschen und Natur von Vorteil ist. Aber was soll man machen? Wir können nichts tun. Okay. Jetzt im Moment ist auch die ganze Nation sich ja, beschieben oder einschleichen in andere Länder, wie jetzt im Moment stattfindet. Und das ist reine Absicht, dass das so passiert. Von einer Sache die Flüchtlinge und von der anderen Sache, von anderer Seite von den Ländern, die sind fast machtlos. Das ist wieder Absicht von einer dritten Seite, die tun das alles provoziere, gezielt. Ist das vorgerufen und geplant schon lange Zeit. Was soll man tun? Das sind Millionen Leute, die kommen und gehen und möchten hier und dort bleiben und ja, macht viel Ärger. Was soll man tun? Ach, das haben wir uns alles erstattet. Schaut mal schon. Okay. Weiß, dass die ganze Pharmaindustrie verursacht nicht nur Gesundheit, dass sie auf die Gesundheit schaut, sondern dass die auch verursacht viele Krankheiten durch die Arznei oder Impfen und so. Ach, was soll man tun? Wir müssen uns impfen, wir müssen zum Arzt. Was soll?
Wie viel Akzeptanz gibt es in der Welt? Wie viel Verantwortung und Selbstverantwortung für alles, was geschieht? Was tun wir überhaupt hier? Wie viele Rechte hat Mensch oder haben die Menschheit? Die haben Verantwortung um alles, was zu tun ist, überlassen Politiker oder Politik, Militär oder Polizei oder Rechtwesen. Warum? Warum ist es so? Weil die meisten Leute sehr gut, sehr subtil unter Manipulation sind. Die sind vollkommen manipuliert. Die können auch nichts anderes tun, wie zustimmen. Wir haben noch Vorteile in Europa, dass bei uns meiste Hunde und Tiere chippiert sind, mit Chip, oder die Chipmarken, was immer, versetzen. Langsam kommt das auf die Menschen auch. In Amerika ist schon, dass über 80% Leute sind schon chippiert. Wohin führt das? Schon jetzt haben wir keine Rechte, nur Pflichten. Was wird später? Bald. Das sind Fragen, die man immer gleich beantwortet. Warum ist das so, dass man immer gleiche Antwort haben? Warum ich? Ich habe keine Macht. Ich bin nur ein kleiner Mensch. Warum unternehmen wir nicht? Wir müssen nicht die ganze Nation retten, die ganze Welt. Wir können uns selber retten, verändern, nicht folgen, nicht sie manipulieren lassen. Warum nicht? Noch nicht alles. Viele Leute sind auch nicht interessiert, so etwas zu hören. Aber das ist auch so gut. Die brauchen nicht. Für was braucht man die Gewissheit, dass es so ist oder dass irgendwie anderes ist. Ich lebe hier und ich sehe, wie ist das alles rund um mich oder rund um mir. Mich interessiert lieber, wie besser kochen, wie besser etwas, Wissen im Haushalt zu erledigen. Was gibt's heute Neues auf dem Markt, in Wissenschaft, in Unterhaltung? Das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Aber wissen, wie viel sind wir manipuliert? Warum ist es so? Das ist einfach langweilig. Sehr langweilig. Weil man lebt, lebelang
mit dem Wissen. Und die Antwort ist immer das gleiche. Und das ist langweilig, klar. Schon mehrmals gehört, ja, Josef. Aber das wissen wir alle. Was gibt's hier Neues? Nein, gibt's nicht Neues. Gibt's sehr viel Neues. Jeden Tag gibt's Neues. Aber die Blinden sehen das nicht. Und leider gibt's über 90% von 8 Milliarden Leute, die blind sind. Die sehen nur, dass denen erlaubt ist, dass sie sehen. Die sind vollkommen manipuliert oder unter Manipulation von den Medien. Ich habe nicht gegen Fernsehen, gegen Filme, gegen Musik, gegen Politik. Überhaupt nicht. Ich habe nur gegen die Blinde, die möchte das nicht sehen. Und die weinen später, dass die manipuliert sind oder dass die nicht können machen und dass die machtlos sind. Aber was, warum sind die machtlos? Weil die möchte auch nichts unternehmen. Nicht für sich, nicht für ihre oder eigene Familie oder Freunde, mit der ganzen Umgebung, Natur, mit nichts. Klar, gibt es Ausnahmen. Aber ich sage, die Ausnahmen sind so in Minderheit, dass ich ja, nicht weit kann Hilfe holen von dem. Weil wir alle, jeder von uns hat Macht, auch hat er Wissen, hat, in jedem Fall hat er Möglichkeit auch, das zu unternehmen oder das zu überwältigen, dass uns allen gut geht, dass wir alle glücklich sind, vollkommen glücklich, dass wir leben gesund, friedlich, glücklich. Für das brauchen wir kein Geld. Für das haben wir alles, was notwendig ist. Und jedem liegt die Macht. Wir wissen, dass kaum jemand möchte etwas unternehmen. Und das ist Arbeit. Und ich arbeite nur für Geld. Warum soll ich jetzt noch kostenlos für etwas arbeiten? Eieiei. Das ist das. Warum soll ich noch etwas tun? Und habe nicht davon, klar, nicht davon, materiell. Aber gibt es trotzdem viele Leute, die möchten das. Aber trauen sie nicht. Haben Angst. Ich weiß nicht, woran sie Angst haben, aber haben die Angst. Die haben Angst. Angst vor Veränderungen. Angst vom Loslassen. Die Bindung ist zu stark. Ich weiß, ich kann nicht Welt verändern. Das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel wäre nur, die Leute, die möchten, aufwachen. Helfen, das zu tun.
Und das ist ja, für mich ist es schön, wunderschön. Ich arbeite jahrelang schon auf dem Gebiet und bin nicht glücklich, dass sie das da tun, dass ich das kann tun. Ich bin auch Beispiel für das, dass man das kann auch erreichen, 100% erreichen, wenn man möchte. Man muss nur wissen, wie. Und das kostet ja auch nichts. Kostet kein Geld. Auch in dem Bereich verliert man auch kein Geld. Weil ich lebe so, Jahrzehnte. Und ich lebe vollkommen glücklich. Und ich bin nicht arm. Ich bin nicht krank. Ich bin vollkommen glücklich, gesund, zufrieden. Nicht nur ich, auch meine Familie. Aber ich arbeite nicht für meine Familie. Die tun das selber. Die tun das bewusst. Sind auch glücklich. Aber ich möchte einfach noch paar Sachen durchgehen. Das, was die Leute Science Fiction nennen. Ja, unerklärlich. Unglaublich. Und das ist das auf Außerirdische gibt es unglaublich viel. Ich kenne so eine Zahl nicht, das heißt unzählige, aber Milliarden im Universum, klar. Und irdische kenne ich auch sehr viele. Ich habe persönliche Kontakt mit 12 verschiedenen Spezies oder Arten, Zivilisationen, die leben hier auf der Erde oder unter der Erde. Ich kenne circa 4, 35. Gibt es noch mehr, aber ich kenne nicht alle. Ich kenne die. Und viele Leute sagen, ach, das gibt's nicht. Existiert nicht. Wenn das so wäre, dann würde ich auch sehen, dann würde ich in Medien. Nein. Medien sind hier, dass die nicht sehen können und glauben nicht kennen. Und die Außerirdischen sind nicht außerirdisch, sondern es sind irdische Menschen. Die haben ganz andere Ziele. Dann ist nicht wichtig, was wir tun, weil die leben eigene Leben. Nur wir Menschen sind so gut manipuliert, dass wir schauen alles, was die anderen machen, aber nicht, was wir selber tun. Wir schauen immer Ziele von den anderen Leuten, aber nicht unsere eigenen. Warum? Weil man würde ein bisschen mehr mit sich selber verbringen, in Gleichgewicht kommen, dann würde man auch viel mehr sehen können, fühlen, spüren. Unsere Intuition würde wachsen bis unendlich. Warum möchte man das nicht? Wo ist das Problem? Warum sollen wir das nicht tun? Er sagt, ja, ich habe andere Interesse. Das ist okay. Aber ist das dein Interesse oder ist das Interesse, die du
sollst tun, weil es dir so einfach gegeben von der anderen. Solche Sachen möchte man sich nicht befassen. Leute möchten lieber gemütliche Musik hören, irgendeine gute Geschichte oder Gedicht oder Erfahrung von jemandem anderem. Das ist interessant. Das ist überwältigend. Von dem können meine Freunde berichten, dass die auch wissen, der andere hat das oder jenes gemacht. Wow, das ist Leben. Das ist gemütliches Leben. Das ist interessantes Leben. Morgen kann ich meine Freunde das berichten, was der andere erlebt hat. Was ich selber erlebt habe. Nein, das tue ich mir lieber nicht erzählen. Das ist einfach mein Geheimnis. Das ist meine Sache. Dass ich leer bin. Und nur Erwartung und unsicher bin, das geht niemand an. Das sind leider Sachen, die man nicht möchte preisgeben. Auf der einen Workshop, nicht eine, aber das sage ich jetzt, auf einem Workshop habe ich das, sind 17 oder 18 Leute gewesen. Die haben einmal sich müssen sehen, richtig sehen, selber in Augen sehen. Die haben stand auf einem, vor meinem Spiegel, Großspiegel, und nichts getan, nur sich anschauen. In Augen, genau in Augen, sie sollen schauen. Nichts anderes, sich selber zu anschauen. Nicht, wie man schminkt ist und angekleidet, nur in Augen. Und sich anschauen, versuchen, richtig offen zu sich selber sein und ehrlich. Und ich kann Ihnen sagen, das sind Leute, die sind ziemlich lang auf dem spirituellen Weg gewesen, bewusst leben, so gut wie möglich führt. Aber in dem Moment von 18, 16 haben die solche emotive Ausbruch gehabt, dass sie Schrei gegeben, weinen, auf den Boden klüpft oder sich einfach umgedreht und geweint, raus aus dem Raum gesprungen oder gerannt. Das sind riesige Emotionen rausgekommen. Warum? Viele Leute möchten nicht sehen, das Wahre. Die Wahrheit steht in unseren Augen. Nicht nur Augen, Herzen, Seele. Aber durch Augen sieht man das Einfachste, das Leichteste ist zu das Erleben und Sehen. Versuchen Sie das. Vielleicht hilft einem oder anderen. Klar, das ist nur eine kleine Sache, die man könnte ausprobieren, oder kleine Übung, die man könnte ausprobieren, dass man nichts schaut, was wir Farbe Augen haben, wie gut geschminkt und wie viel Poren hat, was wir Farbe haben, naja, nicht das alles zu anschauen, sondern dich selber tief in die Augen schauen, dann wird ganz andere Gefühle raufkommen. Das ist ganz etwas anderes.
Und ich kann sagen, viele Leute haben Angst vor dem, was die sehen, weil die sehen Wahrheit. Das schmerzt vielfach. Ja, viele sagen, ja, für was habe ich das notwendig? Nein, hat man nicht notwendig. Man kann weiterleben, so manipuliert, mit Augenklappen bis zum Tod und dann auch in nächste Leben so gehen. Warum nicht? Das ist auch schön oder schlecht oder was immer. Das entscheidet jeder. Ich spreche nur an diejenigen, die möchten das verändern. Die möchten etwas unternehmen, aufwachen und nicht heute glücklich sein, morgen unglücklich, übermorgen in Erwartung und so immer abwechslungsweise eine oder andere Pol ansprechen. Heute bin ich unglücklich, morgen bin ich glücklich und so weiter. Warum? Warum soll man so leben? Wir haben Möglichkeiten, vielleicht noch nicht alle wissen, aber Möglichkeit und Macht haben wir, das zu verändern. Vollkommen glücklich und zufrieden zu leben. Viele denken, ach, leicht ist vollkommen glücklich und zufrieden leben, wenn ich genug Geld habe. Das ist eine falsche Reihenfolge. Das ist total falsche Denkweise. Wenn ich sage, ich lebe vollkommen glücklich und zufrieden und gesund, was heißt das? Dass ich arm bin, dass ich bettle, dass ich Hunger habe, dass ich krank bin? Nein, im Gegenteil. Ich habe alles, was ich notwendig habe. Das heißt nicht, dass jemand hat das, was er will. Weil kein Mensch auf der Welt weiß, was er will. Weil wenn er das wüsste, dann hätte er. Wenige haben das. Nein. Wir brauchen ein bisschen Umdenken. Und das ist meistens so angelernt von Schule, vom Eltern, ja, Religion, vom Glauben, von Familie. Das heißt nicht, dass das wahr und wirklich so ist. Wie viele Leute kennen Sie, die vollkommen glücklich und gesund sind? Überlegen Sie, wie viele Leute kennen Sie, die vollkommen gesund sind und vollkommen glücklich und zufrieden sind? Überlegen Sie. Ich kenne eine. Jeden Tag, wenn ich mich in den Spiegel anschaue und bin ich vollkommen glücklich, viel glücklicher als gestern. Weil ich bin es. Und diene ich als Beispiel für jeden und stehe immer, in jeder Sekunde hinter dem, was ich sage. Und ich kann keine Beweise, aber jeder kann sich das beweisen, selber beweisen, dass das funktioniert, dass es wahr ist, was ich sage. Unglaublich, aber wahr. Das heißt so einfach. Aber das ist nicht Spruch, das ist Wirklichkeit. Deswegen mache ich das, was ich mache, oder tue ich das, was ich tue. Ich gebe das weiter. Jeden, der das möchte, haben. Ich gebe kein Geld. Ich gebe keine Macht. Das hat jeder.
genügend, weil er strebt nur nach dem. Was ich gebe, ist Wissen. Das ist alles. Und Wissen ist Macht. Jeder kann entscheiden, ob er das möchte oder ob, ja. Oder glaubt er lieber jemand anderem. Aber das ist etwas, was muss jeder entscheiden. Und selber. Ausprobieren, erleben, erfahren. Okay, das ist jetzt der erste Anfang oder erste Teil, wo habe ich mit mir selber gesprochen. Aber jetzt machen wir eine kurze Musikpause. Unsere liebe Presslbeere lässt ein Stück kurz laufen und dann geht's los. Mit Erfahrungen, mit ja, mit unserer Unterhaltung, deswegen heißt Live Talk, dass wir uns einfach ja, unterhalten. Die nicht glauben, die können das rausgeben und sagen, Josef, das ist nicht wahr. Und dann können wir einfach sehen, richtig lebendig oder lebhaft unterhalten, wer hat recht und wer nicht, wer hat bessere und schönere Erfahrungen wie ich und warum hat man ja, schlechtere. Einfach alle die Sachen können wir jetzt rausbringen und ja, beweisen, dass ich nicht recht habe. Ich habe das noch nicht erlebt, aber ich hoffe, es gibt einen, der kann mir beweisen, dass ich nicht vollkommen recht bin. Ich warte schon Jahrzehnte auf so eine Mensch, aber vielleicht ist einer von euch da, der kann mir beweisen, dass ich total im Unrecht bin. Ich gebe nicht dafür Geld, weil existiert kein Geld. Ich könnte zahlen für das, so viel habe ich nicht. Aber existiert auch kaum jemand, das kann so etwas schaffen. Aber Versuch ist wert. Klar, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Musik und dann geht's los mit unserer Unterhaltung. Dankeschön. Ja, wunderbar, Josef. Genau, dann machen wir mal so ungefähr 5 Minuten Päuschen und dann melden wir uns zurück und dann holen wir alle, die hier hörenderweise dabei sind, rein, damit ihr gleich aktiv teilnehmen könnt. Kleiner Hinweis, diesmal kommt die Musik vom YouTube-Kanal Relax Daily und ja, bis gleich. Ja, meine Lieben, wir sind zurück aus der kleinen Musikpause. Jetzt möchte ich noch die Zeit, bevor wir hier hoffentlich gleich mit euch ins Gespräch kommen, nutzen, um noch ein paar Hinweise zu geben. Der Josef wird demnächst auf Tour sein. Also wer möchte und die Gelegenheit hat und wahrnehmen mag, nachzulesen ist das übrigens auch auf Josefs Seite www.spirituelles-erwachen.com. Da gibt es nämlich einige, oben rechts stehen die gleich auf der Webseite, Messetermine. Also Josef wird ja on Tour sein sozusagen mit einem Stand und auch dem einen oder anderen Vortrag, Präsentation. Richtig, Josef? Ja, das ist richtig. Ich durfte Messe teilweise einfach teilweise nur für Spiritualität reden oder von unsere Helfer im Gesundheitsbereich und im Bereich ja, gemütlicher und sicherer, bewusster zu leben. Es sind so verschiedene Hilfsmittel, Hilfsmethoden, die kann man sich einfach anschauen, austesten, ausprobieren und kennenlernen. Vielleicht gibt es einem oder anderen, das ja, noch mehr Lebensfreude und Sicherheit auf seinem Weg. Ja, genau. Also momentan stehen da 2 Orte drauf, München und Wien.
möglich, dass da demnächst noch mehr Termine dazu kommen in anderen Orten. Also München gibt es momentan den Termin von der Messe, die vom 6. bis 8. November stattfinden wird. Da habe ich mal in das Programm geschaut, das ist ja auch verlinkt. Wenn man dann auf der Veranstalterseite ein bisschen guckt, dann findet man auch das Programmheft zu den dortigen Ausstellern und Referenten und eben auch Josip. Und da habe ich gefunden, dass du dort in München mindestens am, also ich meine, das ist ein sehr umfangreiches Programm, aber so auf die Schnelle habe ich schon mal gesehen, dass du dort am 11.8. ja, wahrscheinlich einen Vortrag hast. Orgonit ist das Thema. Und mit dem Stand bist du sicherlich vom 6., 8., 6. bis zum 8. dort sowieso präsent, richtig? Ja, das ist richtig. Wir haben das Jahr ein bisschen zu spät ja, die Messe, Vorträge haben wir später gecheckt, dass das Möglichkeit ist jeden Tag, aber ist schon alles besetzt gewesen. Da ich habe noch einen einzigen Termin gekriegt. Aber das ist auch okay. Ja, ich denke auch, ne? Und ja, anwesend bist du dann ja sowieso mit deinem Stand und dann bringst du auch ja, deine Orgoniten mit, denke ich mal, ne? Und ja, da kann man auf jeden Fall mal gern vorbeischauen, wenn sich das so ergeben sollte, nach München. Und das darauffolgende Wochenende, 13. bis 15. November, dann bist du dann in Wien, auch mit Stand und Vorträgen. Also in dem Programmheft zu Wien habe ich 2 Tage gefunden, an denen du dort auch vorträgst und das ist der 14. und 15., aber ab dem 13. geht es schon los. Also einfach mal schauen auf Josips Homepage, da stehen die oben rechts die Termine und auch eine Verlinkung zu der Veranstalter-Webpage. Ja, also wer in der Nähe ist, wer Lust hat, einfach mal vorbeischauen. Dankeschön. Ja, gerne, genau. Und vielleicht schon mal der Hinweis auf unsere nächste Sendung. Josip wird ja, heute in einer Woche wieder da sein, sprich Mittwoch, den, na, es ist der 27. Oktober oder der 28., ah, der 28. Oktober. Genau, gleiche Welle, gleiche Stelle. Und ja, jetzt habe ich unsere, ja, Zuhörer hier ins Mumble geholt. Also nicht ins Mumble, sondern sie sind ja schon im Mumble. Ich meine natürlich in den Sprechbereich. Einfach mal blinken, dann kommt ihr sofort zu Wort, meine Lieben. Ja, Thema heute, nehmen wir bewusst Veränderungen im Alltag wahr. Wie weit geht die Manipulation? Ja, berührt uns das gar nicht? Oder ja, was machen wir damit, ne? Oder wissen wir schon genug darüber? Ficht uns das gar nicht mehr an? Sind wir erhaben darüber? Ja, Josip, du sagtest ja auch, es müssen auch nicht alle bewusst ans Werk gehen. Aber es freut dich dennoch, wenn immer mehr Menschen da eben aktiv werden für sich und letztendlich fürs Ganze, nicht wahr? Ja, das ist Ziel, ja, Wissen zu geben, und jeder kann das ja, entscheiden, ob er das annimmt oder nicht. Ob er geht auf die manipulative Seite, wo ich im Moment sehr gemütlich und passiv, oder geht es aktiv arbeiten auf die eigene oder für die eigene Wachstum. Und ja, das ist die Entscheidung. Ja, ganz genau. Und noch ein kleiner Hinweis. Heute hat Josip im Anschluss, macht er nicht das Angebot, in seinen Konferenzraum noch zu gehen. Also bitte äußert und fragt jetzt. Äußert alles, was euch auf dem Herzen liegt, jetzt und fragt jetzt. Halbe Stündchen haben wir noch Zeit. Und ansonsten nächste Woche wieder, am Mittwoch. Da geht es dann weiter. Und ja, ich meine, Josip, du sagtest, dass ja, seit Jahrzehnten fragst du dich schon, wie es, oder wenn ich es richtig verstanden habe, wie es denn kommt, dass nicht mehr Menschen bewusst werden und sich an die Arbeit machen. Ja, also sprich, bei dir ist das offenbar auch schon, ja, länger der Fall eben, dass du dir über mehr, ja, über den Tellerrand geschaut hast. Ja, das ist klar. Bei mir
Bei mir ist ein bisschen anders, weil ich habe die Aufgabe, das tun, was ich tue. Und das ist nicht Aufgabe, die ist mir einfach eingefallen, sondern ich habe das Glück gehabt, dass ich die Aufgabe aus höheren Welten kriege. Und das was tue ich. Klar, das ist nicht etwas, was man kann lernen und dann weitergeben, sondern das ist einfach ein Weg, wo man muss offen sein für als Kanal zu dienen und die Weisheit weitergeben. Das ist einfach meine Weg und ich tue das mit Liebe. Klar, das ist nicht nur so, aha, möchtest du und dann kriegst du. Der ganze Weg, das heißt, mein Leben ist schon längst in Vorbereitung gewesen, dass ich das einfach ja, tue, was ich jetzt tue. Und ist nicht. Nicht etwas, was für jede wichtig wäre, weil ich tue hier nichts für mich, sondern ich tue alles für andere. Alles, was ich tue, tue ich für andere. Für mich muss ich nicht tun, weil ich habe alles. Ich tue nichts für mich. Ich brauche auch nichts. Und deswegen sage ich, jeder kann das tun, das heißt bewusst leben und glücklich leben, wenn man das möchte. Viele sagen, ach, sag's mir schnell und dann, ja, wenn ich das könnte so weitergeben, das heißt mein Wissen, dann wäre schon längst getan, aber ich kann das nicht, weil jeder muss das selber tun. Ich kann nur Wissen geben. Und Wissen ist, ja, wie die viele Gurus sagen, ganze Wissen ist dir. Und dann Leute sagen, kauft aber Millionen von Büchern und haben die Wissen. Ach, Wissen ist in mir. Und so ähnliche Weisheiten. Aber von dem hätte keine gewachsen. Keiner hätte dieses Wissen können erlangen. Leider. Das ist einfach so ein kleiner Scherz, sage ich so, Wahrheitsscherz. Nein, die Wissen gebe ich oft meine Workshop oder auf meine Vorträge, dass jeder kann das anwenden. Nicht irgendeine Abkürzung, welche richtige Sache. Oder das Reihenfolge oder die Protokolle, wie man das erreicht oder erreicht kann durch ja, Anwendung. Ja, beim Dieter. Schön, dass du dich meldest. Ja, finde ich auch. Du Moin Moin hier, ne? Der Hohlraumresonatorkörper, der hier im Außen hier. Von innen nach außen spricht. Doch, Josef, ich finde, also, ich weiß, wie du es meinst, ne? Aber hier, ich höre dir so gerne zu und lausche dir so gerne hier, dass ich mein inneres wie äußeres Potenzial hier weiterentwickle, ne? Hier und wenn du sprichst, dann ist es für mich schon immer so geschehen. Dann habe ich mich schon wieder weiterentwickelt. Du, und gerne würde ich nochmal, Josef, ja, oder auch nicht, ne? Ich habe gerade hier nochmal deine Internetseite, gucke ich gerade, ne, habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, Preisel hat ja gerade darauf aufmerksam gemacht. Auch danke, Preisel, E-Mail ist angekommen, danke. Ne? Hier, Plattütsch. Bewusst leben in Balance. Ganz schön, also das habe ich für mich, Josef, was du da geschrieben hast auf der Internetseite, du, inneres Potenzial nicht außerhalb, nur in sich selbst, sondern den Frieden suchen. Ne? Und je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man gar nichts weiß. Das ist mir dann ja auch so passiert 2009, ne, und bis jetzt auch so geblieben, ne, da weise ich auch drauf hin, ne, also wenn ich was spreche, ist das hier
Der nächste Unfug, den ich gerade zum Ausdruck gebracht habe, bin aber nicht mutwillig vorsätzlich böse, wenn ich irgendwas sage. Ne? Und Josep, bin goldenen Zeitalter, wie lange das dauert, freut mich auch sehr, hab gerne gelauscht, die Sendung, ne? Danke, mit dem goldenen Zeitalter, wie lange das noch dauert und danke, dass du darauf hingewiesen hast, wenn jeder Mensch in sich reinhorcht und jeder von den 8 Milliarden das macht, ne? Nochmal die Wiederholung, was du sagtest, dann haben wir jetzt das goldene Zeitalter. Das freut mich so sehr, dass du darauf aufmerksam machst. Und ich würde gerne, oder mache es jetzt gerne, hier in Schleswig-Holstein, quasi die geografische Fläche auf der Erdkruste, wo ich hier rumrenne, wollte ich nochmal gerne sagen, so ein spiritueller Lehrer für mich, ne? Oder hier Weisheitslehrer, Robert Betz. Der war jetzt Montag in Hamburg, das ist von mir aus gesehen 100 Kilometer südlich, Hamburg, ne? Größere Stadt, dann noch 700 Kilometer bis München, wo du ja dann erscheinst. Hier, oh, muss ich nochmal gucken, dass ich nichts Falsches sage, immer Wahrheit, ja, 6.8. München, Löwenbrau, ne? Josep, also das sind dann sieben. So von mir 6.11. 800. Nicht 8. Ja. Also, ja, okay, vom 6. bis zum 8.11. Ja, korrekt. Ja, das ist immer so, ich rede dann wie so ein Propeller, so lebendig gerne. Ne? Hier, ja. Und du, dieser Robert Betz, ne? Und das ist, also das ist hier jetzt ja erschienen, manifestiert, ne? 28 Euro Eintritt. Der macht auch immer, der wollte sich umbringen, ne? Das war so ein Therapeut, ne? So ein hier, einer, der meinte, der weiß, was er. Dass er anderen noch was erzählen kann, ne? Der und hat dann auch beschrieben hier Robert Betz, der Name, ne? Dass er hier Selbstmord machen wollte vor Jahren schon und seitdem atmet er mehr in sich rein, fühlt in sich rein, drückt eigentlich das aus, was ich hoffentlich auch ausdrücke, ne? Also das Innere, ne? Oder sich selbst entdecken und hier, also das, der geht ab wie Schmitz' Katze, sagt man hier auch mal so. Und gestern, also Dienstag, war denn nördlich von mir in Flensburg im Deutschen Haus und heute in Kiel, das 40 Kilometer von mir. Für mich drückt das nur noch mal aus, dass doch ganz viele Menschen auf der Suche zu ihrem Innersten sind und hier auch den Robert Betz denn gerne besuchen und auch beglücken. Nicht? Und wie gesagt, er macht auch immer auf das Innere aufmerksam, drückt sich auch klar und deutlich in den Vorträgen aus, ne, dass es ein allumfassender Wandel ist auf der Erde. So, das spricht er auch immer sehr gerne live, dass einige Menschen mal die Hülle verlassen, auslocken und da kommen schon wieder neue rein. Ne? Der allumfassende Wandel. Ne? Also das liegt so, ich sag mal hier, ja, also, na, wie soll ich sagen? Also ich nicht, aber wenn ich so spreche, ne, wie du auch so sprichst, ne, dass jeder sich selbst entdeckt. Ne, das drückt der Herr Betz dann auch sehr hervorragend aus. Und am 4.10., ne, war ja auch hier Eckart Tolle hier. Ich glaube, das sagte ich schon. Ne, 3.000 Leute in Hamburg. Ne, ne, der ja auch schon erkannt hat hier und weitergibt, dass er nicht seine Gedanken ist. Ne? Ja. Oh, danke, Josef. Du, also für mich nochmal zum Ausdruck das zu bringen, weil natürlich ist das auch dramatisch. Ne? Ich nehme das natürlich auch ganz klar wahr. Ist für mich auch herausragend hier, was mein Körper hier vollbringt. Also ich bleibe noch erstmal hier. Also ich verlasse den Körper erstmal nicht. Ne? Ja, aber ich sehe natürlich auch die dramatische Entwicklung hier im Außen. Ne? Hebe dann gerne mal das Schöne und das Gute. Hier Uki Talk, danke Klaus und danke, dass ich auch durch Klaus jetzt hier, dass er Uki Talk hier mit dir, Josef, spreche. Und dass Preiselbeere das auch ermöglicht hat und Josef auch mir die Zeit eröffnet, sag ich mal so, ne? Und dass ich dann das Schöne und das Gute mitteilen darf, dass hier auch ganz viele spirituelle erwachte Menschen sind, ne? Also ja, Dankeschön, auch das Gute und das Schöne, ne? Vielen, vielen Dank für deine Teil, die du gegeben hast und Information. Das ist wahr. Viele Leute besuchen Vorträge und erwachen. Das ist wirklich schön zu hören und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Aber das ist noch weit, weit vom Ziel. Das ist der erste Schritt, Informationen holen. Aber wie viele Leute nächsten Tag weitermachen im eigenen Leben, so wie gestern, vorgestern? Und wie viele Leute sagen, nein, ich breche die ganze
manipulative Weg, ich weiß jetzt, die Wahrheit ist anderes. Und, aber auf dem Weg muss man einfach arbeiten. Nicht nur hören. Leicht ist sitzen und hören und staunen und ja, sagen, ja, das ist wahr, das ist das Wahrheit. Und nächsten Tag ist wieder im Bierkeller und mit Zigarette weitermacht, wie gestern, vorgestern oder Leben geht weiter. Das ist jetzt Frage. Sicher, das gibt es viele, die kennt auch die positive Weg, sich selber einfach verändern und steigen auf der richtige Weg, bewusste Weg. Wie viel, wann, das zeigt die Zukunft. Aber ich kann nicht anderes sagen, ich bin glücklich, dass es so ist und dass jeden Tag mehr Leute werden. Ich bin glücklich, auch wenn nicht eine oder zwei Leute hören, das bewusste Leben. Und dort geht es so wie lebt eine Pflanze. Dort sind einfach 40, 50, 60 Leute oder was immer. Das ist das, was ist wichtig, wie eine Pflanze atmet oder wie ich lebe oder eigene bewusste Leben zu erkennen und erfassen und ja, ich annehmen, das ist Frage. Okay, ich freue mich, dass wir ja, gute Anfang haben. Hoffentlich kommt noch jemand zu Wort. Na, momentan scheint es mir nicht so. Also, liebe Leute, ich bin auch im Außenchat über die Homepage erreichbar. Oben links das Knöpfchen auf der Homepage-Chat. Ja, da könnt ihr auch schriftlich eure Fragen, Anmerkungen direkt hier zur Sendung zum Thema beisteuern. Ne? Nehmen wir bewusst Veränderungen im Alltag wahr? Also ich denke mal, Josef, du meinst nicht nur, dass wir es wahrnehmen, also bemerken Veränderungen, sondern auch die Gelegenheit eben packen und verändern. Und eben nicht nur, wie du sagtest, einem faszinierenden Vortrag, was eher einer Show, Entertainment gleichkommt, zuhören, anschauen, sondern auch das mit reintragen eben, ne? In den Alltag, ja, in alle Tage hinein. So verstehe ich das auf jeden Fall, weil klar, fasziniert ist man schnell, ne? Und Applaus und eigentlich auch nicht viel mehr als Fernseh gucken, ne? Kiste an, Kiste aus. Also nichts gegen die Sprecher und die spirituellen Lehrer und so weiter und so fort, das nicht. Aber wenn es danach wieder vorbei ist, ja, dann war es wirklich eine kurzlebige Sache. Ja, genau. Ja, das ist klar. Das, was habe ich eine Stunde gesprochen, das ist einfach eine Sekunde von einer Woche, wo ich konnte für, einfach die alle Veränderungen, die jetzt stattfinden, dass ich kann nur aufzählen. Das ist auch nicht Ziel. Ziel ist einfach, jede Seele einfach aufwecken, dass sie das bewusst nimmt oder annimmt und dann selber forscht. Weil wenn ich sage, jeden Tag haben wir mehrere Gelegenheit, uns bewusst erkennen, wenn wir das erleben, wir leben jeden Tag, wach annehmen oder wach leben, weil wir haben so viele Möglichkeiten von verschiedenen Ereignissen, die uns ja, konfrontieren. Wir können durch die Ereignisse wachsen, wenn wir das bewusst tun. Wir haben auch vielfach Kontakt mit anderen Wesen, hohe Wesen oder spirituelle Wesen, die kommen hier und versuchen uns wieder aufwecken, wenn man das erkennt. Gut, wenn nicht, dann muss man wieder warten, dass da wieder nächste Gelegenheit kommt. Aber warum soll man nicht jetzt wach durch den Tag gehen und das erkennen und durch das auch wachsen?
Wachsen ist nicht mehr Geld haben, sondern Wachsen ist spirituelle Wachstum, wo wir viel mehr sehen, wir sind jeden Moment viel wissender, glücklicher, empfindsamer. Wir sind im Prinzip dann viel mehr eins mit Natur, mit sich selber, mit dem ganzen spirituellen Leben, sind wir dann einfach viel näher. Mit anderen Seelen sind wir auch viel, viel bewusster. Und das ist das, was uns als Mensch bezeichnet, dass wir nicht leben nur für Medien, für Geld oder für Sorge für unsere Familie und für unsere Sicherheit, sondern dann, dass wir die Liebe, die man kriegt aus dem Bereich Universum, sage ich so, die göttliche Liebe in sich weitergeben. Das ist das, was uns bereichert. Und alles andere ist so wenig wichtig, weil das kommt sowieso. Alles, was wir brauchen. Aber wir müssen erst die Liebe, die göttliche Liebe in uns, nicht die menschliche. Menschliche ist emotive Liebe. Das ist nur ein Schritt höher wie 0 auf 1. Aber die göttliche Liebe ist viel, viel höher. Nicht höchste, aber viel, viel höher. Und das ist das Wichtigste, das wir in uns erkennen. Und wenn wir das erkennen, dann ist ganz klar, das können wir nicht mehr für uns behalten. Das geben wir anderen, allen Seelen. Nicht nur Familie oder Bekannte oder jemand, der uns gefällt, sondern allen Menschen auf der Erde, allen Menschen im Universum. Weil das ist unendliche Liebe. Je mehr wir geben, umso mehr wir kriegen. Das ist Sinn. Und das sind nur so Punkte, die ich einfach erwähne, kann ich so kurze Zeit, die wir könnten anwenden, erleben, bewusst leben und wachsen. Weil spirituelle Wachstum ist nicht nur irgendwo in spirituelle Welt. Nein, das ist hier auf der Erde. Und in Balance zu leben mit Innere und Äußere. Das ist Sinn. Und das ist das, was könnte problemlos jede erleben, auskosten, später entscheiden, ob er weiter so macht oder geht zurück in alte Lebensweise. Gibt es jemanden, der möchte etwas sagen? Oder ich mache weiter die Selbstunterhaltung. Ich empfinde das als Selbsterhöhung durch Jogene zu. Ne? Wortspiel, ne? Unterhaltung, ne? Erhöhung. Ne? Danke. Ja, okay, solange sich jemand entschließt, Herz aufmachen. Ist nicht leicht, aber vielleicht. Ich möchte noch vielleicht ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Seid sie bereit, seid sie offen, weil bald sehen wir auch die sogenannten Außerirdischen, die nicht Außerirdische sind. Bald sehen wir die wirklich Außerirdische, die warten hier auf uns mit riesengroßen Raumschiffen. Bald erlebe ich das, weil die aufmerksam sind, die sehen das schon jetzt. Es gibt sehr viele Berichte, es gibt sehr viele Foto oder Filme, die man einfach durch Medien, die das verneinen, dann sagen, ach nein, das ist irgendein Spaß oder Scherz. Ach, das könnte sein, aber... Das ist alles so lächerlich, aber naja, der Glaube ist so, wie es ist. Ich habe die Erfahrungen gemacht, ich habe besucht eine, andere oder verschiedene Sachen und mir kann keiner sagen, das ist Scherz oder das ist einfach, ja, vielleicht und vielleicht, das kann man glauben oder das ist einfach, ja,
Nein, das ist wahr. Sehr viel Seele. Das sind nicht Einzelne, das sind Millionen solche Wesen, die leben schon zwischen uns. Sie können sie nicht sehen, weil das ist auch so besser, aber sie können sie sehen, so wie sich zeigen uns. Das heißt, sie zeigen sich so wie wir sind, nicht wie sie sind, weil dann wäre Riese, Chaos und Panik auf der Erde. Trotzdem, dass wir so hochtechnisch, intelligent, wissentlich und, wir sind noch immer sehr, sehr primitiv, weil wir glauben, dass wir eine im Universum sind. Und das haben die von tausende Jahre Leute gewusst, dass es ganz anderes ist. Aber es scheint zu mir, sind nicht viel weiter gegangen, sondern zurück durch Manipulation. Wir denken, dass wir einzige Wesen nicht nur auf der Erde, sondern im Universum sind. Leider, das kann ich niemand auf dem Hand bringen. Ja, schau mal, hier ist Außerirdische oder Irdische. Das muss man jeder erleben und erfahren. Ich kann nur sagen, wie man das macht. Das ist kein Problem. Aber ist man bereit, das zu sehen? Ist jemand bereit, überall das zu sehen? Das ist bezweifle ich, weil es sind Ängste vor Unbekannte sehr, sehr groß. Deswegen sagen, dann ist besser, dass man nicht noch nicht sieht. Vielleicht noch Jahr, 10, 100 Jahre oder 1000 Jahre, ist egal. Weil wenn die auch Außerirdische, die wirklich Außerirdische sind, hier würden kommen und sich zeige, so wie sie sind, dann wäre das wirklich Horrorfilm von Spielberg geben. Weil Leute sind nicht bereit. Masse sind nicht bereit. Einzelne ja, aber Masse nicht. Wenn die viele Leute würden wissen, wie viel Zivilisationen, die überhaupt nicht Menschen ähnlich sind, leben auf unserer Erde, Untererde oder Höhlerde, was immer, hier mit uns, dann würde die hier gerade, ja, besser nicht sagen, was die würden machen, weil Emotionen werden und Ängste so stark, dass viele würde das nicht überleben können. Aber das ist so, weil die Leute glauben, einem, ob das Kirche oder Medien sind, ist egal. Das ist einfach die Schritt, ja, ist das nicht Schritt, das ist Leben in vollkommene Dunkelheit. Leider ist so. Viele Leute, die meine Workshop live, das heißt, wo haben wir so gemacht in unserem hier Raum. Die haben das auch erlebt, subtil erlebt und sich kennen selber Beweise, dass die anderen Wesen hier leben, dass die anderen Zivilisationen hier noch immer da sind und dass man sich kann auch sehen oder kontaktieren. Klar. Das ist nicht nur sagen, ach, ich will, und dann falls die Ohnmacht und dann ist schon erledigt. Nein, nicht so. Das ist einfach ein wesentlich subtiler Weg, den man kann gehen und vollkommen problemlos das auch überwältigen, die Kontakte. Aber das ist ein Weg. Das ist nicht Fernsehen schauen, das ist nicht hören oder lesen von irgendeinem Buch von Außerirdischen. Das ist Erlebnis, die mit selben durchgehen, bewusst durchgehen. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Aber ich hoffe, dass jemand noch etwas dazu zu sagen hat. Bitte. Ja, Bendita, wolltest du noch mal?
Also ich warte mal, vielleicht will Burkhard ja, oder unten sind ja auch noch hier Zuhörer. Ich halte mich mal zurück. Du, ja, ich, gerne 300 Jahre, ne? Ich halte mich mal zurück. Ja, wir sind ja auch so langsam am Sendungsende. Ich denke mal, für heute sind wir so weit durch mit dem Thema. In einer Woche dann wieder mit einem neuen Thema. Es wird dann noch bekannt gegeben. Einfach mal bitte auf den Sendeplan schauen. Vielleicht auch kurzfristig, aber es kommt. Eingetragen ist die Sendung auf jeden Fall schon, was auch immer dann Thema sein wird. Also, da gehen uns die Themen ja nie aus, nicht wahr, Josef? Ja, in jedem Fall. Wir haben genug Thema. Ich habe geplant etwas aus Gesundheitsbereich, weil vielleicht ist es interessant, wie kann man gesund leben. Aber sehen wir vielleicht nächste Mal, dass man vielleicht kann eine oder andere ja, bewegen, etwas für sich selber tun. Das heißt im Gesundheitsbereich nicht nur lesen und nehmen das, was viel muss zahlen. Regelmäßig zahlen, sondern dass man kann auch in dem Bereich etwas tun und sich auch ja, bereichern. Man sieht schon, was nächste kommt. Aber mich würde interessieren, dass wirklich kein Mensch sich traut, sagt, okay, du hast recht oder nein, du hast es überhaupt nicht. Also sagen, man weiß mir nicht. Erzähl du, ich glaube das, was ich will. Das ist wahr, aber das bringt keinen Fortschritt. Das ist einfach nur Akzeptanz. Wenn schlecht ist, war es schlecht. Wenn gut ist, ist gut. Das ist ja das passive Leben. Und das ist das Letzte, was wir sollen tun in unserem Leben. Lassen andere für uns sagen, was zu tun ist. Aber das, ja, deswegen haben wir so erfolgreiche Politiker, weil die entscheidet für jeden Mensch, was zu tun ist. Klar, die Ausnahmen sind wenige, aber ja, die haben das selber erreicht, die haben das nicht gekriegt auf den Teller. Ja, vielleicht hätte noch jemand etwas zu sagen. Ich bin auch hier. Ja, glücklich, wenn jemand etwas noch dazu sagt. Bitte. Ja, bitte, liebe Leute, schnell ins Warten kommen, wenn ihr jetzt konkret noch was möchtet. Sehr gern. Ansonsten schließen wir jetzt einfach die Sendung und hören uns in einer Woche wieder, am Mittwoch, den 27. Oktober. Ne, Josip, so weit, so gut. Also ich bedanke mich bei dir. Ja, ich sage nur kurz, viele, viele Dank. Ja, ich hoffe, dass bald. Ich bin erst jetzt mit 26. Mal hier und klar ist nicht jedermann ja, so offen, dass gibt eigene Meinung preis, vielleicht für sich selber, aber wäre schön, weil wir sind ein Volk hier auf der Erde. Warum sollen wir Geheimnisse in Politik, Sport und ja, irgendein Quatsch haben wir wirklich ein sehr großes Spektrum an Wissen. Aber das, was uns betrifft, warum sind so, nicht, dass wir nicht haben, aber wir haben ja, so Hemmungen oder ja, wenn man anderes möchte, nennen Ängste, etwas herausbringen. Was uns vielleicht kompromittiert oder was, ich weiß es nicht. Aber ja, wir sind eine Seele, eine göttliche Seele am Ende oder im höchsten Bereich. Ja, aber hier sollten wir das erkennen und nicht einfach ja, in so in Hintergrund gehen und sagen, ja, ich akzeptiere, okay, was soll ich sagen? Vielleicht wird nächstes Mal besser. Vielleicht finden wir ein Thema und so können wir einfach bis morgen früh ja, sich unterhalten. Vielleicht. Aber für heute ist ja, dieses Thema oder anfangs von diesem Thema ja, zum Ende. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für alle Anwesenden. Ich bedanke mich auch Preisbär, dass sie das schön alles geführt hat.
und hoffe, dass wir das nächste Mal ja, mehrere dabei sind und dass wir uns gut kennen und unterhalten. Das ist für heute. Gute Nacht und vielen, vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite an alle, die zugehört haben, mitgesprochen haben und ja, gerne wieder in einer Woche heute am 27. Oktober. Ja, bis dahin macht's gut und ja, bis bald.